So, meine lieben Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ihr wundert euch sicherlich, warum meine Health-Leiste wieder voll ist und so. Ja, das ist ein ganz eigener Grund. Damit wir sozusagen hier auch eine Chance haben, weil es war jetzt mit dem Typen da vorne, oh je. Damit wir überhaupt eine Chance haben hier, habe ich mich jetzt extra deswegen nochmal geheilt. Damit wir jetzt gut anfangen können. Wer ist da? Renn einfach erstmal, renn einfach erstmal. Ich benutze die Leiter. Wo komme ich hier hin? Komme ich jetzt nach oben, nach draußen oder wo komme ich jetzt hier hin? Das war nicht so eine gute Idee. Sie sind fast hier unten. Und da fällt mich jemand angreift. Ich habe jetzt das jetzt eingestellt, dass die mich zu angreifen können. Ich darf aber keinen Schaden bekommen. Ich weiß, das ist unrealistisch, aber ich würde halt mit euch wenigstens in der Story weiterkommen. Hier, guckt ihr. Da kann ich ruhig schlagen, wie er will. Scheiße. Hier, guckt ihr. Ach, du willst einen auf den machen? Okay. Hi! Hi! Ja! Pisse! Ah ja, gut. Frisst du auch was? Komm! Geh einfach, du Lappen. Na komm hier hin, okay. Na wie lange wollen wir das doch treiben? Ich weiß das nicht, wer es ist. Ich lass es. Das ist eine Waffe hier und du kannst gehen. Ich habe wohl keine Wahl. Gehe ich jetzt auch. Ich noch einer. Du kannst mir nichts, kleine Nudel. Ja, ja, mach ich hier, warte, hier. Okay, gut, dann machen wir es anders. Dann laufen wir es noch, oder? Doch habe ich. Doch habe ich. Hier. Na, nimm. Doch mal. Du bist tot. Ich bin nicht tot. Du bist gleich tot. Hier. Nimm. Was? Du! Kleiner! Gott im Himmel! Geh! Geh! Los! Hinfort mit dir, aber du lässt die Waffe.
wo sie ist. Sehr wohl. Dann geh. Alter, warte mal. Und draußen, wo geht's hier lang? Was zur Hölle war das? Okay, er verfolgt nicht mehr. Okay, hier darf man anscheinend nicht rein. Ah, doch, darf man. Das Spiel war eben nur nicht so sicher. Wo laufe ich hier jetzt eigentlich gerade hin? Ich laufe gar nicht da, glaube ich, gerade komplett in die Walachei. Ah ja, gut, dann laufen wir wieder zurück. Ich glaube, ich muss nämlich da oben hin, wo die Wache ist, wo wir die Leiter hoch konnten. Ich glaube, da muss ich hin. Guck dir, wie ich jetzt hier laufe. Ich laufe jetzt wieder Richtung Dings. Ich bin jetzt wieder in dem Bereich, aber warte mal. Warte, was ist da gemeint? Warte mal, I. Da die Karte. Und kommt rein die Treppe hoch. Ah ja, wir müssen tatsächlich da lang, wo dieser Kackwachmann ist. Okay. Also aus. Hier die Abkürzung. Hier geht es jetzt nochmal lang. Und hier kommt jetzt gleich die Treppe. Die Treppe sagt schon, die Leiter. Dann läuft auch ein anderer die Leiter hoch. Das ist die Vorgeschmack. Mal lustig. So. Was? Hallo. Hey du, halt! Okay, kämpfen drin, ne? Gut. Oh ja, warte, komm. Aber jetzt ist... Was willst du jetzt? Hm? Hier, nimm. Hier, nimm. Nimm. Ja, komm. Komm mal da. Ich hier. Ja, genau. Da! Hier! Was hier, hm? Hier! So, hast du, der hat keine Hobbys. Schlecht nur Dame, ey. Wie lange will das noch treiben, hm? Wie lange? Okay, wartet, ich lauf mal. Was ist? Komm schon! Nein, sowas! Hui!
werde dich finden, du elender Hund. Wie kommst du jetzt hier runter? Wie kommst du jetzt hier runter? Das nennst du Captain. Ich habe ja nicht so... Wie ich denn ankommen kann. Wartet. Mehr hast du nicht drauf? Jetzt nein. Scheiße. Jetzt nein. Fuck. Nein. Hilfe! Hier gibt es eine Schlägerei. Ne, wie viel Grad hier wird weiterlaufen? Ich schlachte dich ab! Ah ja, ich. Aua! Sag mal! Ey! Hast weit. Wie lange wollen wir das denn noch machen? Okay, gut. Okay, dieser Kampf ist sehr spannend, nicht? Ich bin hier drüben. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Das wird eine Freude. Ich glaube, der folgt mir gerade nach oben. Na, dann probieren wir mal. Das Karte wird so, wir sind jetzt hier hochgelatscht. Im Gang, genau, und jetzt müssen wir hier rechts. Nee, der Weg ist falsch. Sind wir jetzt wirklich? Laut der Karte sind wir jetzt hier hoch, genau. Dann da lang und dann rechts, genau. Und dann kann man so, wenn der Weg lang gelaufen ist, in der rechts oder links zur Treppe gehen. Zum Dings gehen. Hilfe! Da drüben! Hilfe! Da drüben! Ja, guck dir, hier sind wir jetzt hochgegangen. Da. Ich habe das Ding. Ist nur so. Ich laufe mal in die Richtung weiter. Ist da jemand? Huch, da geht's ganz schön runter. Ich muss aufpassen.
Ah ja, jetzt haben wir einen der beiden Treppenwege. So. Ja gut. Lass mal hier runter. Hoppala. So, warte mal. E-Karte. Ja, auf einer Seite runter. Auf der Seite. Nach vorne und dann links. Und dann einfach nur geradeaus. Also nach vorne. Das müsste hier irgendwann dann links gehen, genau. Jetzt noch geradeaus. Aber das muss der Ort sein, den Stevo erwähnt hat. Jetzt muss ich diesen Holzsteg finden. Hier ist der Holzsteg. Hoffentlich verirre ich mich nicht. Der Holzsteg. Der Sack muss hier irgendwo sein. Sind hier irgendwo? Ah ja. Hier, da gestürzt er aufheben. Ich hab ihn. Das muss ich theoretisch nur rausschaffen. Ich nicht, das tue ich nämlich nicht. Ich muss einfach nur jetzt hier lang. Ich hier draußen ist rechts. So. Und dann geht's hier nämlich schon wieder hoch. So. Zack, 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 komm schneller. So, und dann sind wir wieder oben. Hier nach der Sache mache ich natürlich die Schwierigkeit wieder aus, weil hallo, ich möchte schon noch richtiges Feeling dafür haben. Deswegen, das war jetzt nur eine Ausnahme dafür. Ich hätte jetzt halt gerade nicht gewusst, wo ich sonst was das hätte machen sollen. So. Neue Minenarbeiter. Guten Tag. Dann lauf halt. So. Jetzt folgen wir mal nach links. Wir kommen runter hier. Das ist unrealistisch. Einfach rennen. Lass mich. Einfach rennen. Aber hier noch weiter raus. Einfach geradeaus durch. Durch, ich bin gleich mal Ausgang. Einfach geradeaus durch. Yes, wir haben es geschafft. Okay. Dann würde ich mal sagen. Das ist ja ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen und bin gleich wieder da. Muss nämlich ganz kurz was legen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. ja. Hallo, na? Stibo? Ich hab das Silber. Ich habe das Silber. Und jetzt?
Gott sei Dank. Wenn du wüsstest, wie erleichtert ich bin. Ich wusste, du schaffst es. Bring es bitte zu Vater. Gut, das werde ich, Stibor. So, na dann. Ab zu unserem Vater. Und weil das Silber ja gestohlen ist, muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt hier nicht so zu den Wachen gehe. Okay, hier vorne ist keine Wache. Das ist schon mal gut. Dann latschen wir jetzt hoch. Latschen wir jetzt einfach mal rüber. Und... geben wir unserem Vater das. Hier rüber. Und schnell ab zu unserem Vater. So, hi Papi. Ich hab das Silber. Ich habe das Silber gefunden. Nicht so laut. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Aber warum habt ihr Samuel damit reingezogen? Wutentbrannt ist er hier bei mir aufgetaucht. Ein Wunder, dass er mich nicht erstochen hat. Er musste uns den Weg aufzeichnen. Wäre das nicht gegangen, ohne dass er Bescheid weiß? Da, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Immerhin haben wir das Silber. Und das rechne ich euch hoch an. Danke. Ter... du weißt doch, dass ich für euch nur das Beste will, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, Vater. Du meinst es nur gut. Ihr müsst vorsichtig sein, ja? Du und Stibor. Sei unbesorgt, Kleines. Hab Dank. Ah, gut. Und dann fangen wir mal nach der Überraschung. Was ist mit der Überraschung, die du erwähnt hattest? Keine Sorge, ich hab's nicht vergessen. Aber es ist noch früh. Ich hab zu tun. Und du hast womöglich auch noch etwas zu tun. Deine Freundinnen fragten nach dir, als du weg warst. Komm zu mir, wenn alles erledigt ist. Dann passt es besser. Gut. Weggegen gestohlenes Silber. Gut. Und damit war es das dann auch mit dieser Folge von Kingdom Come Deliverance. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst wie immer eine positive Bewertung da. Schaut auch wieder auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und bei meinen How to Train Your Dragon Geschichten vorbeizuschauen. Und damit würde ich mal sagen, habt noch einen schönen Tag, haut rein und tschüss.